Uhrengläser gibt es aus Kunststoff, aus Mineralglas und aus Saphirglas. Für jedes Material gibt es gute Gründe dafür und dagegen, wobei ich persönlich einen ganz klaren Favoriten habe. Ich gehe im Video darauf ein, warum ich diesen Favoriten habe und wie man sicher diese Gläser auseinanderhalten kann, insbesondere Mineralglas und Saphirglas, denn hier finde ich es am schwierigsten. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du reingeklickt hast. Heute möchte ich auf unterschiedliche Uhrengläser eingehen, also hier die Abdeckgläser auf den jeweiligen Ziffernblättern. Das, was ich am leichtesten erkennen kann und auch am schnellsten ausschließen kann, ist Plexi. Es ist relativ weich, hat eine schöne Optik, aber es verkratzt auch sehr leicht. Und das ist genau der Punkt, an dem ich persönlich aussteige. Ich möchte meine Uhrengläser nicht immer wieder polieren. Und meine Erfahrung mit Plexigläsern ist, dass ich relativ schnell einen Kratzer reinbekomme und dann häufig am Polieren bin. Und das möchte ich einfach nicht. Ich zeige euch aber nachher auch noch, was das Plexi von der Optik und von der Haptik, kann ich im Video nicht zeigen, aber vom Ton her, vom Geräusch her, von den anderen Gläsern unterscheidet. Dann bleiben für mich also noch zwei Gläser übrig oder zwei Glasarten übrig, die ich im Alltag lieber nehme als Kunststoff. Die eine Variante ist Mineralglas. Die gibt es dann als gehärtetes Glas. Seiko nennt es Hardlakes. Andere nennen es Sapphire Coated mit irgendeiner harten Beschichtung. Letztendlich ist es Mineralglas, wie man es vielleicht von den Fenstern her kennt. Die andere Variante sind Saphirgläser, künstliche Saphire, die um ein Vielfaches härter sind. So, was ist jetzt genau der Unterschied zwischen den beiden? Mineralglas ist etwas weicher, verkratzt etwas schneller als Saphirglas, aber bei weitem nicht so schnell wie Plexiglas. Und dadurch, dass es etwas weicher ist und nicht ganz so spröde wie Saphirglas, splittert es auch nicht so schnell. Saphirglas hingegen ist extrem hart. Es kann auch verkratzen, aber sehr, sehr viel später als Mineralglas und noch viel, 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 viel später als Plexiglas. Dafür kann es passieren, wenn man wirklich mit einem harten Schraubenzieher, Spitzenstein auf das Glas kommt, dass es wirklich splittert. Manche sagen noch, Saphirglas würde stärker spiegeln, würde gegebenenfalls Fingerabdrücke eher annehmen. Das kann ich in der Form nicht bestätigen. Den Unterschied habe ich eher bei entspiegelten oder nicht entspiegelten Gläsern. Wo ist jetzt mein persönlicher Favorit? Ganz klar Saphirglas. Ich kann sehr gut mit Kratzern leben auf der Schließe, auf dem Band, in geringem Umfang vielleicht auch noch auf dem Gehäuse. Das ist Metall. Irgendwie macht es mir weniger aus, wenn Metall zerkratzt. Ein Kratzer auf dem Uhrenglas ist für mich ein totaler No-Go und macht mich echt rappelsdöll und den muss ich weghaben und das mag ich überhaupt nicht. Und deshalb ist für mich das Glas der Wahl, wenn ich es denn auswählen kann, das Saphirglas. Und jetzt möchte ich euch gerne noch im Video live zeigen, wie man sicher erkennen kann, ob ein Glas aus Saphir oder Mineralglas ist. Dafür habe ich mir extra ein kleines Werkzeug gekauft und stelle euch das auch im Video vor. So, hier haben wir also jetzt drei Uhren. Plexiglas, Mineralglas und Saphirglas. Fangen wir mit dem ersten Glas an, mit dem Plexi. Und hier kann man schon sehen, die Spiegelung am Rand ist wunderschön weich. Ganz, ganz sanft gewölbt ist das Glas und zum Rand hin gibt es eine leichte Verzerrung der Optik. Wirklich, man kann das sehr, sehr mögen, wenn nicht die Kratzergeschichte wäre. Zum Ton, und so erkenne ich ein Plexiglas, wenn ich es nicht erfüllen kann, der Ton ist deutlich anders als bei den mineralischen Gläsern. Das war das Plexiglas und jetzt nehmen wir das Mineralglas. Hier ist der Ton etwas heller
Und hier ist er etwas dunkler. Und die sicherste Methode, ein Plexiglas zu erkennen, ist aber es zu erfüllen, weil es sich einfach ganz, ganz weich und ja, fast samtig anfühlt. Da ich mich aber in dem Video nicht primär mit dem Plexiglas beschäftigen möchte, tue ich die Uhr zur Seite und komme jetzt zu den beiden etwas härteren Gläsern. Hier das Mineralglas und dort das Saphirglas. Ein Tipp, den man immer wieder hört, ist, dass man einen Wassertropfen auf die Gläser tun soll. Und der Verlauf des Tropfens würde dann deutlich zeigen, was Saphir und was Mineralglas ist. Ja, dann versuchen wir das doch einfach mal. Hier haben wir ein Wasserglas und tun einen Tropfen auf das Mineralglas und einen Tropfen auf das Saphirglas. So, jetzt mal schauen, ob ich das in der Kamera eingefangen bekomme, wie die Tropfen verlaufen. Man sieht gar nichts, das ist natürlich ganz prima. Da sieht man den Tropfen und jetzt lasse ich ihn verlaufen. Und man sieht, der Tropfen zieht sich etwas in die Länge. Ja, man kann das, glaube ich, ganz gut hier erkennen, dass der Tropfen eine relativ lange Spur gezogen hat. Wie sieht das Ganze jetzt bei dem Saphirglas aus? Auch hier tja, interessanterweise fließt der Tropfen gar nicht. Und jetzt, wo er geflossen ist, da kann man es sehen. Ja, hier kann man es deutlich sehen. Er hat hier oben keine Spur gezogen. Der Tropfen ist zusammenhängend geblieben und hat keine Spur auf dem Glas hinterlassen. Es ist immer ein zusammenhängender Tropfen. Ich mache das bei dem Mineralglas nochmal neu. So, wenn ich das Mineralglas bewege, dann sieht man, dass der Tropfen zerfließt und eine längere Spur auf dem Glas hinterlässt. Das hier, glaube ich, ganz gut erkennen. Aber ihr seht, allein an der Tatsache, wie ich hier rumgebastelt habe und in der Kamera schwer einzufangen, diese Methode mag funktionieren, aber ich halte sie für nicht ideal. Sehr gut geeignet finde ich dieses Teil. Das habe ich mir bei Amazon bestellt, Link in der Videobeschreibung. Und hier handelt es sich um einen Diamanttester. Das Ding ist relativ günstig gewesen, 10 oder 12 Euro. Ich musste allerdings noch die 9 Volt Blockbatterie dazu kaufen, also für 13, 14, 15 Euro ist man ganz gut dabei. Bevor man damit loslegen kann, muss man es einmal einstellen. Und zwar sowohl temperaturabhängig als auch karatabhängig bezüglich des untersuchten Objektes. So, bei mir im Arbeitszimmer ist es definitiv wärmer als 10 und kälter als 30 Grad. Und ein Uhrenglas sollte auch sicherlich mehr als 0,6 Karat haben. Also muss ich die Einstellung 2 wählen. Das Ganze mache ich mit Händen, also mit bloßen Händen, weil ich nachher dieses Feld hier berühren muss, damit ein entsprechender leitender Strom zustande kommt. Einstellung 2. Hier ist eine Schutzkappe drauf.
denn diese feine Spitze, die brauche ich nachher. Angestellt wird das hübsche Teil durch Drehen. Die Batterie ist in Ordnung. Und jetzt drehe ich den Regler so weit, bis hier die 2 leuchtet und muss dann noch warten, bis ich auch ein Ready-Okay habe. Das dauert einen kleinen Augenblick und dann kann es auch schon losgehen. So, da ist es Ready-Okay. Und der ganze Trick dabei ist, dass bei einem Mineralglas hier ein relativ kurzer Ausschlag erfolgt und beim Saphirglas ein voller Ausschlag. So, ich nehme jetzt einfach das Messgerät, die Uhr mit dem Saphirglas, habe hinten den Finger auf dem Feld und drücke die Spitze auf das Glas. Ihr könnt sehen, der Ausschlag ist sehr gering und das Drücken auf das Glas hinterlässt auch auf dem Mineralglas keinerlei Spuren. Also Bedenken diesbezüglich sind unnötig. Jetzt nehmen wir die Uhr mit dem Saphirglas, Finger auf die Fläche, Stufe 2 ist eingestellt und wir drücken die Spitze sanft auf das Glas und wir sehen einen vollen Ausschlag für das Saphirglas. Und auch hier wieder der Test. Es gibt keine Spuren auf dem Glas. Das Glas ist makellos, aber das ist ein absolut eindeutiger Weg, um Saphir von Mineralglas zu unterscheiden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Falls ja, lasst gerne ein Abo da, empfehlt mich weiter und ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Watchmaxe.